Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 22 und heute zu einem ganz, ganz wichtigen Duell, Leute. Der SV Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Ihr seht, es sind momentan 8 Punkte. Mit einem Sieg könnten wir diesen Rückstand auf den Zweitplatzierten auf 5 Punkte reduzieren. Andererseits ist auch noch Derby-Time, das heißt, ja, Nordderby, das zweite nach so vielen Jahren natürlich, und dementsprechend will ich hier das Ding natürlich auch gewinnen. Ich werde mit Knauf natürlich wieder von Anfang an spielen. Der hat da immer sehr, sehr viel Power mit reingebracht. Und wer mir auch echt gefallen hat, muss ich sagen, war Groß in der Innenverteidigung. Ja, Veljkovic, wo ist halt wieder back? Ne, aber Groß will ich zumindest mit dabei haben. Jung kann da ja auch zur Not spielen. Sjoppes ist dann erstmal raus. Das ist nicht so schlimm. Und Dingschi soll natürlich auch rein. Wie schön fällt er, weil er im letzten Spiel natürlich auch richtig beigetragen hat, dass wir gegen Ingolstadt gewonnen haben. Aber ansonsten würde ich sagen, rein da ins Game direkt. Ich habe richtig Lust, Leute. Nordderby-Zeit. Ich habe hier ein bisschen Tee. Ich habe ein bisschen Halskratzen irgendwie. Ach, weil ich zu viel heute schon am Labern bin. Das ist die vierte Folge, die ich gerade schon aufnehme. Habe ja zwei NBA-Folgen. Die eine FIFA-Folge, die ihr jetzt gestern natürlich schon gesehen habt. Aber ihr seht es ja im Outfit. Und jetzt die Folge hier. Irgendwann, wenn man so viel quatscht, dann irgendwann geht es ein bisschen auf den Hals, aber wir sind hier jetzt im schönen Hamburger Stadion. Das interessiert euch nicht, mein komischer Hals. Im Volksparkstadion Hamburger SV gegen den SV Werder Bremen. Das Nordderby, das geilste Duell im Norden. In der zweiten Liga, aber so wie es ausschaut, ist zumindest einer dieser beiden Clubs, hier der Hamburger Sportverein, ist momentan auf jeden Fall absolut auf dem Weg in die erste Liga, und auch Werder Bremen will natürlich dahin. Hier sehen wir Gegentore gegen erzielte Gegentore. Das heißt, die beste Defensive gegen die beste Offensive. 36 Tore bei Werder, nur 16 Gegentore bei Hamburg. Also auch hier zwei, ja, man kann schon wieder sagen, zwei unterschiedliche Philosophien. Vielleicht nicht ganz so krass wie noch eins gegen Schalke. Aber das wird sehr, sehr interessant hier. Ich bin sehr gespannt, wie Hamburg und wie diszipliniert sie hier wirklich auftreten können. Wenn sie so eine starke Abwehr eben stellen. Wir müssen natürlich offensiv einfach Gas geben. Das Gute ist eben, dem Mann, den wir hier untereinander sehen, Gersbeck, ist inzwischen wirklich sehr, sehr solide hinten. Und dementsprechend muss man einfach gucken, dass die Abwehr wenig Fehler macht, und dann kann man das Ding hier auch mitnehmen. Andererseits, wenn Hamburg das Spiel hier gewinnt, dann machen sie einen riesen Sprung Richtung Liga 1. Denn einen direkten Konkurrenten dann zu schlagen, ist natürlich gerade in dieser Phase der Saison unglaublich wichtig. Gehen wir zur Aufstellung. Ein 4-3-3-System bei Hamburg. Obwohl sie die beste Abwehr haben, eigentlich ein System, das eher offensiv ausgerichtet ist. Heuer, Fernandes, Heyer, Vuskovic, Wagnumann, Leipold, Meffert, Kinsombi, Reis, Jatta, Alidou und Winsheimer. So tritt hier der Hamburger SV auf. Werder Bremen im 4-4-2-System mit Gersbeck, Toprak, Veljkovic, Agu, Weiser, Rapp, Knauf, Correra, Haberer und Füllkrug und Woltemade ganz vorne. Also die Standardaufstellung bei Werder Bremen. Normalerweise eher auf rechts Weiser dort, wo Knauf spielt, und dann Mboom. Aber Knauf hat sich auch richtig gut gemacht, muss man sagen. Das Spiel hat jetzt hier begonnen. Mal gucken, was die beiden Nordteams hier zu leisten imstande sind. Reis. Ja, Agu kommt da nicht an den Ball. Jatta hat das gut gemacht. Erste Gefahrenaktion, das war von Veljkovic ein sehr, sehr schlaues Foul. Das gibt natürlich keine gelbe Karte, okay? Also ich hätte da sofort gelb gegeben, denn das war ein taktisches Foul, das war ein schlaues Foul von Veljkovic, aber es war halt ein taktisches. Und Veljkovic auch hier wieder dran. Jatta jetzt hier im Zentrum gespielt, auf Meffert, der gleich weiter. Also Werder Brems Abwehr muss sich gleich jetzt beweisen, und Agu hat den abgefangen. Und jetzt hier Kontermöglichkeit. Woltemade ist es. Und der spielt da auf Knauf, der ist schnell. Der junge Spieler, der von Dortmund kam. Knauf bricht hier ab. Mitchell Weiser ist mitgelaufen. Weiser konnte Leipold nicht überlaufen, aber es gibt Einwurf Werder Bremen. Füllkrug wieder auf Knauf. Der flankt den rein. Woltemade ist natürlich ein großer Spieler mit 1,98, kam da aber nicht ran. Rapp. Rapp mit der Hacke hier, Woltemade. Füllkrug auf Knauf, das war kein Abseits. Mitchell Weiser wieder mit dabei. Der flankt den da jetzt rein. Correra kam da nicht ran. Und jetzt hier Hamburg mit der Kontergelegenheit. Alidou spielt hier auf Winsheimer. Die spielen es gut aus, aber Werder Bremen ist eigentlich gut sortiert, so dass es jetzt für Hamburg eben nicht möglich war, schneller diesen Angriff zu vollenden. Winsheimer.
Jetzt hier Kind Zombie, aber Haberer starker Zweikampf. Phil Krug. Woltemade gut den Ball einfach durchgelassen. Woltemade flankt er jetzt rüber auf Knauf. Knauf zieht den Gegenspieler auf sich. Dadurch hat Mitchell Weiser hier viel Platz gehabt. Mitchell Weiser flankt den Ball rein. Der kommt nicht zu Phil Krug. Ja, ne. Hat sich Phil Krug dann halt leider auch hingelegt. Der hätte auf den Beinen bleiben müssen. Leipold. Leipold hier über die linke Seite. Hamburg geht das Ganze ein bisschen ruhiger an als Werder. Werder ist da ein bisschen gezielter drauf, schnell nach vorne zu kommen. Hamburg hat da eine andere Philosophie. Und Toprak hat den Ball hier abgefangen. Trotzdem immer noch Hamburg im Ballbesitz. Also durch die Mitte ist es schwierig, da durchzukommen. Toprak. Ah, Hamburg versucht hier ein Pressing im ersten Drittel. Aber Werder Bremen macht es dann eben auch ganz ruhig. Rapp. Ganz, ganz ruhig die Bremer hier. Diesen Aufbau angegangen. Nicht sich vom Pressing von Hamburg hier verunsichern lassen, was natürlich immer wichtig ist. Dafür ist ja ein Pressing eigentlich da. Wenn der Gegner dann verunsichert wird, ihn im Fehler zu treiben. Aber das hat Werder eben nicht gemacht. Und jetzt hier Woltemade. Ach, der Pass auf Correa war nicht so schlecht gedacht. Woltemade zieht das erste Mal ab. Der Ball wird abgefälscht. Nach 20 Minuten so der erste Abschluss hier. Und die Ecke. Correras Ball hier auf. Kam da nicht ran. Rapp, ja. Haberer. Haberers Schuss wurde auch abgeblockt. Also bisher kam nichts Gefährliches aufs Tor der Hamburger. Vuskovic. Jetzt hier. Ja, der Bremen geht ein bisschen mehr ins Pressing. Jetzt hier Leipold. Mal gucken, wie sich Hamburg lösen kann. Bisher sind sie ihren Spielaufbau immer etwas ruhiger angegangen. Oh, das spielen sie jetzt gut aus. Da war aber wichtig, dass der Bremer da mit dem Kopf dran war. Und Gersbeck schießt den Ball gleich nach vorne. Aber da kommt kein Werderaner ran. Am Ende ist ja doch Wagemann da. Reis hier. Meffert nach vorne gespielt. Kinsombi jetzt hier auf die rechte Seite von Jatta. Ja, nochmal nach hinten gespielt. Hamburg spielt lieber einen Pass mehr, dafür etwas ruhiger. Werder versucht es immer wieder direkter. Reis kommt da nicht durch, das war kein guter Ballverlust. Woltemade. Füllkrug, ja, da war jetzt keiner auf außen. Deswegen macht Werder hier alles richtig und geht erstmal nochmal in einen Neuaufbau dieses Spielzuges. Ekovic mit einem hohen Ball auf Knauf. Der bringt den Ball hier auf Niklas Füllkrug. Dem sein Pass auf Knauf kam auch an. Jetzt hier Knauf. Der schlägt den Ball nach ganz weit vorne. Correa kam da nicht ran, da hatte Kinsombi die Oberhand. Winsheim auf Reis. Oh, das Stellungsspiel von Agu war nicht optimal. Jatta. Jatta kommt da durch. Die Gritsch von Agu war eben auch nicht gut. Jatta jetzt mit der Flankengelegenheit, den macht er jetzt auch rein. Und der erste gefährliche Abschluss von Hamburg mit Kinsombi hier, aber es war nicht so gefährlich, dass es wirklich zum Tor führen konnte. Haberer. Heute noch nicht so viel vom Spiel übernommen, wie er es sonst macht. Rapp. Hier nochmal auf Haberer. Genau das will man von ihm sehen. Schöne Ballverteilung. Und gleich mit nach vorne gekommen. Das hat er stark gemacht. Rapp. Immer wieder hier mit den hohen Bällen über die rechte Seite. Jetzt ist hier mal Platz für Knauf. Kann da reinflanken. Correa ist da natürlich nicht der perfekte Anspielpartner. Da ist der kleine Brasilianer eben nicht der kopfballstärkste Spieler bei Bremen. Da hast du natürlich mit Füllkrug und Woltemade eigentlich zwei Spieler, die du lieber anspielen willst. Kurz gespielt von Hamburg. Boah, gleich mal hier unter Druck, aber hat das gut gemacht mit der einen Finte. Woltemade geht da trotzdem weiter ins Pressing. Und jetzt hier Jatta. Hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, den Ball eben mitzunehmen. Ne? Aber auch hier lösen sie es wieder gut. Also sie sind sehr passsicher, aber immer wieder kommt doch ein Bremer ran. Veljkovic jetzt hier. Woltemade, Veljkovic läuft mit. Das war jetzt richtig gut, dass sich der Serbe hier mit eingeschaltet hat in Angriff. Denn dadurch waren sie eine Option mehr. Veljkovic ja, ein bisschen den Abspielpunkt verpasst. Jetzt hier Correa. Correa wollte ins Zentrum, das hat nicht gut geklappt. Die Abwehr von Hamburg hat nicht umsonst erst 16 Gegentore kassiert. Das sieht man in dem Spiel hier auch immer wieder, aber das war ein großer Fehler. Und das könnte richtig bestraft werden. Jetzt Niklas Füllkrug mit dem Schuss, aber Fernandes hat den gehalten. Das war die gefährlichste Situation in diesem Spiel hier. Aber auf Correa, der hier viel Platz zum Flanken hat. Ah, der Kopfball war nicht ganz so gefährlich von Veljkovic am Ende. Bei Fernandes hatte den da kurz gespielt, Vuskovic. Ja, Hamburg lässt sich überhaupt nicht von ihrem Konzept wegbringen. Ganz, ganz ruhiger Spielaufbau, darauf baut alles auf. Lieber hinten die Sicherheit wahren als
mit einem zu schnellen Angriff zu weit vorzurücken und dann in Gefahr geraten. Und jetzt sehen wir eben die Art, wie Werder eher spielt. Oder auch nicht mehr, weil die erste Halbzeit erstmal rum ist. Dann gönnt man sich gleich nochmal ein Schlückchen Tee. Die zweite Halbzeit hat jetzt hier begonnen im Volksparkstadion. Füllkrug bringt ihn gerade so noch auf Correa. Agu. Ja, die linke Seite von Werder heute ungewöhnlich schwach gewesen bisher. Ne? Jetzt aber mal Agu. Das kann sich ja jetzt ändern. Der Pass ins Zentrum, Woltemade. Oh, nee, der Pass auf Knopf, das war überhaupt nichts. Da war viel mehr drin, aber wenn man natürlich so schlecht den Ball abspielt, dann ist so ein Angriff auch ganz schnell mal zunichte gemacht. Jetzt Winsheimer hier auf Alidou. Winsheimer, der kam bisher natürlich auch noch gar nicht ins Spiel, weil Hamburg eben so viel nach vorne auch noch nicht gemacht hat. Beide Teams relativ gleich stark. Ach, der Ball, da war Weiser stark dran, wichtig. Und jetzt hat Knauf hier ein bisschen Platz, weil da natürlich der Verteidiger aufgerückt war. Und jetzt hier Füllkrug, der Pass war gut auf Knauf. Knauf sprintet nach vorne, flankt den Ball da rein auf Correa. Ne, die Flanke war nicht gut genug. Haberer, wurde da gestoppt, stark gemacht von Hamburg. Jatta hier am Ball. Meffert hier jetzt auf die linke Seite. Oh, ganz, ganz schlechtes Abspiel von Alidou. Sehr, sehr schlampig gespielt den Ball. Weiser versucht es mal mit einem hohen Ball. Das war keine gute Idee. Und jetzt hier Hamburg, King Zombie. Ja, Weiser war da dran. Am Ende hat sich Alidou aber auch durchgesetzt. Leipold. Hamburg jetzt mal ein bisschen mehr aufgerückt. So weit vorne waren sie nicht so mit der ihrer Verteidigungslinie. In Halbzeit 1. Schöner Doppelpass mit Weiser und Knauf. Vielleicht kann das Werder ja auch gleich bestrafen. Mitchell Weiser. Weiser überläuft da einfach komplett. Das war ein sehr, sehr starker Lauf. Und der Pass ist einfach zu weit. Was ist das für ein Pass? Sie spielen diesen letzten Pass nicht richtig zu Ende bei Werder Bremen. Denn das war eine saugefährliche Situation eigentlich. Wenn du sie richtig zu Ende spielst. Und jetzt hier über rechts mal Hamburg. Vom Gefühl her deutlich mehr Pässe als Werder gespielt in diesem Spiel. Kann aber natürlich auch mal ein bisschen täuschen. Woltemade hat das gut gelöst. Jetzt auch hier Werder Bremen, etwas ruhigerer Spielaufbau. Nekovic, Hamburg steht aber gut. Haberer. Knauf hier jetzt auf Füllkrug. Der kann sich da nicht durchsetzen. Müssen wir mal zum Wechsel angehen. Ich brauche ein bisschen mehr Geschwindigkeit dieses Mal in diesem Spiel. Asaleva, sonst wird das hier nichts. Mehr will ich erstmal nicht tun, aber hier brauche ich ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Jetzt hier King Zombie. Der Pass war nicht gut. Jetzt Agu. Der Pass auf Correa. Correa. Ja, wird da gut gestellt vom Hamburger Verteidiger. Deswegen den Spielaufbau hier nochmal komplett neu beginnen muss hier Werder Bremen. Haberer. In die Spitze. Woltemade. Ja, der Pass kam zu spät. Der Pass kam viel zu spät von Woltemade. Kein gutes Abspiel. Jetzt hier Jatta einmal mit Tempo. Der hat jetzt natürlich den Riesenvorteil, dass er richtig viel Platz hat. Boah, da hättest du reinflanken müssen. Jetzt können hier die Werderaner komplett aufrücken, zurückrücken. Da war viel mehr drin, auch wenn der Pass hier wieder richtig gut war und überraschend war. Aber die Flanke ist unzureichend. Überhaupt nicht gut gelöst hier. Auch hier war viel mehr drin. Füllkrug, super Übersicht. Super Übersicht. Woltemade setzt sich auch durch. Woltemade, der Pass auf Knauf im richtigen Moment. Knauf und Heuer Fernandes war da. Aber es war mit Abstand die beste Aktion hier in Halbzeit 2 bisher. Er steht 0-0, aber es ja, ist... Ich wollte gerade segnet sich ab, das stimmt natürlich nicht. Das zeichnet sich ab, das war das Wort, was ich gesucht habe, dass es momentan auf 0-0 hinausläuft. Jetzt Correa hier bei der Ecke. Nicht optimal geschlagen war. Knauf wieder am Ball, der den Ball dann nicht verwerten konnte, obwohl er eigentlich in einer besseren Position war, muss man sagen. Leipold am Ball. Und jetzt hier Alidou. Schön in die Mitte gespielt, Winsheimer. Sehr, sehr wenig aktiv gewesen bisher in diesem Spiel. Noch der Ball war alles andere als gut. Aber Rapp konnte ihn auch nicht verwerten.
Das heißt, hier wieder Windsheimer. Und der Pass war jetzt richtig gut von Windsheimer. Jatta. Jatta, aber Agu war da. Wichtig, dass da der Bremer Verteidiger dran war. Er muss aber auf den Jatta aufpassen, weil der ist jetzt schon zwei, dreimal immer wieder davongekommen mit seiner Geschwindigkeit. Interessante Eckenausführung, Meffert. Oh, war das Abseits? Nein, sagt der Ref. Das war keine Abseitssituation. Der Kopfball. Oh, Gersbeck hat ein bisschen Probleme gehabt. Aber im Nachfassen hatte er den. Jetzt der hohe, schnelle Ball direkt. Also will da gar nicht lang warten. Und jetzt hier Assali, wenn er den besser mitnimmt, ist es eine Riesenchance, weil er einfach viel, viel schneller ist. Werder Bremen macht jetzt aber nach dem Ballverlust hier ein bisschen Druck. Dadurch kann Hamburg aber hier kontern, weil sie sich gut rausgespielt haben. Leipold, Veljkovic ist da. Veljkovic war da und Gersbeck ist da. Wichtig, dass er den pariert. Toprak kann ihn auch mal wegklatschen mit dem Kopf. Jetzt hier Füllkrug. Assali. Haberer. Haberer mit dem Pass auf Assali. Ja, schnell, aber das war nicht zielstrebig genug. Aber jetzt hier Agu. Agu auf Correra gespielt. Correra. Ah, verliert den Ball. Ich werde mal nochmal wechseln. Und zwar will ich Mbom mal im Mittelfeld sehen. Und ich brauche Duxch da vorne. Füllkrug heute nicht so das geilste Game. Mbom im Mittelfeld, weil er einfach ein bisschen Dynamik nochmal mit reinbringt. Hier die angesprochenen Wechsel. Einwurf hier auf Assali. Der spielt ihn auf Correra sehr stark. Jetzt hier Haberer. Ah, Mitchell Weiser. Der Lauf von Weiser war nicht optimal. Aber Weiser konnte sich durchsetzen. Die Flanke ist sehr gut. Duxch wäre da fast rangekommen. Aber eben nur fast. Und jetzt hier Glatzel kam übrigens rein für Windsheimer. Reis. Und hier ist wieder der neue Stürmer, der den Ball hier gut verteilt hat auf die linke Seite. Leipold jetzt mal hier. Aber Weiser hat ihn sehr, sehr gut gestellt. Trotzdem konnte er den Ball nochmal verwerten. Aber Haberer war da. Und jetzt Duxch. Und wenn es jetzt schnell geht, könnte es tödlich werden. Duxch. Oh, der Pass auf Assali war gut gedacht, kam nicht durch. Und auch hier ist Assali wieder nicht da. Sie müssen ihn irgendwie ins Laufen bringen. Also wenn sie das schaffen würden, dann könnte es nochmal tödlich werden. Aber es ist wenig Zeit nur noch. Sehr wenig Zeit hier für Werder Bremen. Und Hamburg scheint zufrieden. Hamburg scheint sehr zufrieden. Es gab nur eine Minute Nachspielzeit. Assali. Schöne Drehung von Assali gewesen. Die Flanke, ich weiß nicht, ob das überhaupt abseits war. Und der Pass war allgemein nicht gut. Das ist alles nicht gut ausgespielt und dementsprechend geht das Spiel hier 0-0 aus. Ah, Mann, der letzte Angriff, den hätte ich anders ausspielen müssen, Leute. Es war nicht das hochklassigste Spiel, ich weiß. Eigentlich, wenn so ein Derby ist, dann will man natürlich ein bisschen mehr sehen. Gar nicht an Toren, sondern an gefährlichen Aktionen. Ich finde auch manchmal 0-0 geil, wenn die Aktionen stimmen. Aber hier waren beide Teams waren wirklich schwach, muss ich sagen. Ihr seht die Ballbesitzquote, ganz, ganz wenige Schüsse. Ihr seht ja auch hier Passgenauigkeit etc., wenn man das auch sieht, 130 zu 145 Pässen. Ich hätte echt gedacht, dass Hamburg nochmal deutlich mehr Pässe hätte. War kein gutes Spiel. Weder von mir noch von Hamburg. Wir gehen mal zum Interview. Sowas gehört sich natürlich nach so einem Derby. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. SV Werder Bremen ist bislang in der zweiten Bundesliga ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass das so weitergehen wird? Wir haben doch schon mal verloren. Oder? Dass wir seit 7 Spielen unbesiegt sind, hat gute Gründe. Unsere Abwehr ist unüberwindlich. Ach, seit 7 Spielen, okay. Vielleicht habe ich das 7 überlesen. Hätten Sie heute mehr von SV Werder Bremen erwartet? Ja, natürlich. Man muss sich immer noch weiter verbessern. Wir hätten heute gewinnen können, also müssen wir in den nächsten Spielen noch besser auftreten. Safe. Gut, gewinnen können ist immer so eine Ansichtssache, ne? In so einem Spiel ist ein Remis ja eigentlich kein schlechtes Ergebnis, aber zufrieden sind wir mit Unentschieden nie. Korrekt. Man will gewinnen, gerade im Derby ist das ja logisch, ne? Der Vorstand möchte Sie in Kenntnis setzen, dass Ihre Position im Verein momentan einer kritischen Prüfung unterzogen wird. Unser Vertrauen in Ihre Arbeit ist geschwunden. Bitte sorgen Sie dafür, dass unsere diesjährigen Ziele erreicht werden. Okay, es wird kritisch. Es wird langsam auch für mich kritisch, nur noch 54er Bewertung. Okay, ist natürlich nicht so geil, ne? Verpflichte 2 Schlüsselspieler und erziele in derselben Saison einen Profit von 100 Millionen Euro? Seid ihr irgendwie bescheuert? Wie soll ich bitte einen Profit von 100 Millionen Euro erreichen? What the fuck? Zweitligameister wären gut. Das wird nicht erhöhen den Wert des Vereins in 3 Saisons durch Spielerverkäufe und Wettbewerbspreisgelder um 75%. Okay, Nachwuchsentwicklung.
3 Spieler mindestens verpflichten. Ja, gut, das kriegt man hin. 2 haben wir ja schon. Finanzen, die wollen einfach einen Profit von 100 Millionen. Ja, schön. Also das ist komplett unrealistisch. Wer entwickelt so einen Scheiß? Am DFB-Pokal sind wir halt auch leider rausgeflogen, ne? Was aber natürlich die Dings von Spielern angeht, da kann man bald natürlich jemanden verpflichten. Also Berglund ist so langsam auf der Schwelle, dass ich ihn echt mal hochhole. Und Peralta mit seinen 62 auch, aber auch Baumgartner können sehr, sehr interessant werden. Also einen weiteren würde ich durchaus nochmal gerne hochholen. Ja, ich gucke natürlich, ach gut, dass ich nochmal gestoppt habe. Wir haben jetzt nochmal den Jugendbericht. Aber erstmal die Scouts. Oh, der ist sehr interessant, holen wir. Er nicht. Auch nicht. Oh. Aber der nur 71 Potenzial. Also aus Peru. Da haben wir 2, 3 interessant auf jeden Fall rausziehen können. Er ist nicht interessant. Er hier auch nicht. Er hier ist sehr interessant. Er hier nein. Und er hier auch nicht, weil er halt einfach zu wenig Gesamtstärke hatte. Finn Möller, 2. Monat. Sieht nicht gut aus. Steffen Schuster auch nicht wirklich, auch wenn das Potenzial hoch war. Die Gesamtstärke war zu schwach. Phil Graf könnte sehr interessant werden. Wir gucken mal. Gucken jetzt nochmal kurz ins Jugendteam rein. Das hat sich nämlich jetzt schon ein bisschen verändert. Oh mein Gott. Jonas Hutter. Das wird dem Norbi nicht ganz gefallen, weil der wollte ja unbedingt in Ungarn einen Torhüter. Aber Jonas Hutter hat ein Potenzial von 94. 1,92 großer Keeper, Rechtsfuß mit 64 Gesamtstärke. Das ist richtig, richtig gut für einen 15-Jährigen. Wenn der 16 wird, hat er bestimmt schon so 66. Das könnte unser neuer Stammkeeper werden, unser zukünftiger. Also wenn der 16 ist, kann ich den hochholen. Ich könnte ihn sogar jetzt schon zum Profi befördern. Werde ich noch nicht machen, weil Gersbeck echt gut hält, ne? Aber der wird sehr, sehr schnell hochkommen. Rafael Marin ebenfalls, er ist 17 Jahre alt, hat eine 63. Den könnte ich auch sehr, sehr schnell hochholen. Eigentlich könnte ich den fast schon sofort hochholen, ne? Aber erstmal will ich ihn nochmal entwickeln als ZDM. Als defensiven Mittelfeldspieler. Wie lange würde er brauchen? 161 Wochen, das ist nicht so nice. Aber der könnte links oder rechts spielen, ne? Also linker Mittelfeldspieler und rechter Mittelfeldspieler, das könnte er. Weil er hat halt einen guten Antritt und gute, wie soll man sagen, gute Sprintgeschwindigkeit. Dann würde ich ihn eher viel links mal einsetzen. Und der braucht ja eh nur 2 Wochen. Danach kann man ihn nochmal auf rechts umswitchen. Gucken wir uns dann mal an. Also es sind interessante Talente, die wir da haben, die ich dann auch hochholen werde, ne? Ein Schönfelder hat, glaube ich, auch nur eine 63. Hier die Tabelle. Pauli, ja, ist jetzt wieder 5 Punkte weit weg. Hamburg ist sehr, sehr weit weg. Es sind, ja, 9 Punkte. Ob das noch was wird, ich glaube eher nicht. Aber St. Pauli ist machbar, muss man sagen. Pauli ist machbar. Wir haben noch 10 Spieltage vor uns. Das ist eng. Auch um unseren, also um meinen Job muss ich natürlich ein bisschen fighten. Wir spielen aber noch gegen Pauli, noch gegen Nürnberg, noch gegen Schalke. Und der Rest ist eigentlich machbar. Der Rest ist eigentlich wirklich machbar, wenn ich mir das so angucke, ne? Also Pauli, Nürnberg und Schalke, das sind so die 3 dicken, dicken Gegner. Also von den Top 5, ja, haben wir theoretisch mit dem Spiel, bevor wir gegen Hamburg gespielt hatten, hätten wir da gegen alle noch einmal spielen müssen. Aber der Rest ist alles locker machbar, weil er eher in der unteren Tabellenhälfte ist. Also, wenn wir uns gut anstellen, jetzt gegen Dresden in der nächsten Folge ordentlich punkten und auch einfach in der nächsten Folge 2-mal siegen, dann ist der Aufstieg immer noch locker möglich, Leute. Ich habe jetzt aber auch mehr als genug gelabert. Ja, denkt ihr, ich steige in dieser Saison auf oder sagt ihr, nee, Velausche, dieses Jahr wird es ganz knapp nichts mit dem Aufstieg. Es wird, sofern ich nicht gefeuert werde, ein 2. Jahr, 2. Liga. Was ist eure Prediction? Ich melde mich fürs Erste ab. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bye bye.